herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Showcase für euch. Das heißt, wir stellen eine Spielmechanik vor, die es in der Zukunft geben wird bei Star Citizen, jetzt aber noch nicht da ist. Und das ist hier in dem Fall der Personentransport. Und tatsächlich wird es eine sehr große Rolle spielen, der ganze Dienstleistungsbereich. Und es wird da drin sogar Karrieremöglichkeiten geben. Das heißt, man wird NPCs transportieren oder auch tatsächlich Spieler von einer Metropole zur nächsten bringen. Also ein zentrales Geschäftsmodell für Star Citizen. Richtig. Missionen, wie gesagt, einen einzelnen Karriereweg bzw. Karrieremodell, die ganze interne Steuerung über Minigames, alles das ist Teil dieser Spielmechanik, die wir euch jetzt vorstellen. Das heißt, egal ob ihr Reiseveranstalter werden wollt oder Kaufmann, Pilot oder auch Steward und Stewardess, alles das wird möglich sein. Deshalb gehen wir direkt in unsere erste Kategorie des Showcases und da geht es um die Karriere, den Personentransport. Tja, ist ein stark regulierter Markt, auch wie bei uns heutzutage. Man braucht eine Lizenz vom Gouverneursbüro. Ohne diese Lizenz ist es gar nicht möglich, Personen kommerziell zu transportieren. Und dazu gehört auch, dass das Führungszeugnis sauber ist, dass die Reputation makellos ist. Ja, man darf sich keine großen Unfälle zu Schaden kommen lassen oder Hehlerei oder Schmugglerei. Alles das sollte man nicht gemacht haben vorher. Dann ist es aber möglich, diese Lizenz zu erwerben. Dann ist es so, dass eine regelmäßige Steuer anfällt. Das heißt, umso mehr Passagiere ich transportiere, umso größer wird die monatlich. Mhm. Ich hoffe nicht, dass man da jetzt ein Steuerbüro für beauftragen muss. Aber auch das spielt eine Rolle. Und der Markt ist hart umkämpft. Das heißt, es gibt sehr, sehr prominente Routen, wo ganz viel Passagiertransport stattfindet, wo aber entsprechende Dumpingpreise den Markt beherrschen, wo das Raumschiff sehr, sehr effektiv arbeiten muss, wo man Treibstoff sparen muss, wo man halt unter wahrscheinlich sehr, sehr, mit einer sehr hohen Schlagzahl Passagiere transportieren muss, schnell wieder starten, zurückhechzen, schnell Ding, Kabine sauber machen, Leute einladen, wieder los. Also da muss man dann so als Einsteiger sich erstmal eine Nische suchen, vielleicht etwas entferntere Landezonen anreisen, längere Strecken wählen, einen Markt wählen, wo man nicht die effektivsten Maschinen haben muss. So ist es, ja. Also ich sage mal, Terra nach Gosch wird so eine typische Touristenroute sein. Kennt man auch aus dem heutigen Flugverkehr. Rein, raus, schnell, quick and dirty, eine durch, damit es möglichst effektiv läuft. Wenn ihr euch tatsächlich darauf spezialisiert, die Leute irgendwann nach Levski zu fliegen, in eine Landezone, die vielleicht sogar nicht unbedingt so ganz legal ist, dann könntet ihr dafür höhere Preise verlangen und vielleicht eine Nische finden, wo ein paar wenige Passagiere hinwollen, die dann vielleicht aber nicht so anspruchsvoll sind. Das ist dann euch überlassen. Auf jeden Fall wird es mehrere Klassen geben, die buchbar sind. Das bedeutet, wir haben Coach, das ist bei uns, würde man so sagen, die Economy Class. Oder ne? Holzklasse. Oder auch Holzklasse. Dann haben wir die Business Class, die First Class und noch eine zusätzliche, die Luxusklasse. Diese werden sich nicht nur natürlich in den Preisen unterscheiden, sondern die Tickets unterscheiden sich auch in ihren Reichweiten. Das heißt, sie haben noch mal eigene Klassifizierung neben dem. Ne? Genau, also man kann sich dann noch entscheiden zwischen Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Ja. Auch das modifiziert noch mal das Preis-Leistungs-Verhältnis und erfordert andere Techniken, die man an Bord haben muss. Größeren Frachtraum, mehr Tankreserven. Alles das muss abgewogen werden, um dann das richtige Verhältnis aus Servicepreis und Angebot hinzubekommen. So ist es. Die Genesis Starliner ist da so ein bisschen das Paradeschiff, möchte man sagen. Die 747 von Star Citizen oder vielleicht eigentlich mehr der A380 von Star Citizen, so von der Größe her, ist eins der komfortabelsten Passagierschiffe, wird aber nicht das einzige Passagierschiff sein. Schon theoretisch bei einer Freelancer könnte man Leute mitnehmen. Ob das jetzt genau den Möglichkeiten wirklich entspricht, die man da haben muss, das wird sich dann zeigen. Aber es wird auf jeden Fall da mehrere Schiffe für geben. Ja, und wie macht man das dann? Dann trägt man sich in einen Flugplan. Genau, also sobald man dann halt das Schiff parat hat, die richtige Klasse hat, gibt es dann diesen Flugcomputer, den Flugplancomputer, wo ich auslesen kann, was für Strecken gibt es in dieser Gegend? Wie werden die frequentiert? Was für Klassen sind da vorstellbar, die man halt anbieten kann? Und dann muss ich selber mich dort mit meiner Lizenz anmelden, diesen Flug halt in Form von Tickets anbieten, vorher am besten noch Preise vergleichen und dann werden die ausgeschrieben und je nachdem, wie mein Ruf dann ist, ob ich meine Flugzeiten einhalte, ob ich gute Maschinen habe, ob ich irgendwie für Sicherheit bekannt bin, für Zuverlässigkeit bekannt bin, wird es dann gebucht oder nicht gebucht. Und ob der Preis stimmt. Ob der Preis stimmt, genau. So ist es. Das ist also im Grunde genommen das Karrieresystem und von da aus gehen wir dann in die zweite Kategorie und das ist dann natürlich der Service, weil davon ist im Endeffekt
alles abhängig. Reputation, Reputation, Reputation. Kann ich dann das ist alles. Der Kunde ist König tatsächlich und die sind sehr, sehr wählerisch und die bewerten auch jeden Flug. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, so, ich verkaufe das Ticket unter einem falschen Klassen, unter einer falschen Klassifizierung, stopft die Leute da rein in die Maschine, schmeißt sie auf der falschen Landezone nach der Hälfte der Zeit wieder raus. Nee, es geht nicht. Die Lizenz kann nämlich auch ganz schnell wieder entzogen werden und die Kunden bewerten grundsätzlich den Flug. Ja, und da ist es natürlich, wie ihr euch schon vorstellen könnt, je nachdem, wie viel Geld sie für ein Ticket ausgegeben haben, ob eben Coach, Business, First Class oder Luxus, haben sie auch andere Bedürfnisse. Und das lasse ich jetzt mal den Weasen auflisten. Die höheren Klassen, was möchten die gerne haben? Also auf jeden Fall wollen die, gerade was Getränke angeht, was Essen angeht, möchten sie auf jeden Fall einen guten Service haben und auch gute Lebensmittel zu sich nehmen. Die wollen keine Dumping, da wollen sie keine Dumpingangebote haben, sondern auf Qualität setzen sie sehr viel Wert. Auf jeden Fall, das Unterhaltungsprogramm sollte sowohl Klassiker an Bord haben, als auch die neuesten Filme in der großen Auswahl mit einem zuverlässigen Unterhaltungssystem. Mhm. Und der Service sollte sehr, sehr schnell zur Stelle sein. Genau. Außerdem möchten die gerne, je höher der Preis ist, den sie ausgeben, möchten sie gerne eine bessere medizinische Versorgung an Bord haben, besseren Zugang zu eventuell Duschen oder auf jeden Fall WCs an Bord. Also all das, was man sich heutzutage schon in der Gastronomie- und Service-Sektor um die Ohren schlagen lassen kann, das werdet ihr dann auch bei Star Citizen finden. Und jetzt fragt ihr euch natürlich so, warum der Stress? Tja, es gibt nämlich da sogar eigene Minigames, die das versüßen sollen. Und zwar, wenn man sich jetzt mal das Unterhaltungssystem anschaut an Bord, das sogenannte ICES oder Information Communication and Entertainment System, dann ist es so, dass dieses Unterhaltungssystem sowohl die Filme zeigt, über einen Holoprojektor, über einen Sitz, als auch die Kommunikationsmöglichkeit ist für den Fluggast, um das Servicepersonal zu erreichen. Dieses System kann aber tatsächlich ausfallen und muss dann während des Fluges schnellstmöglich repariert werden. Kann Kurzschlüsse geben, es kann das Kontrollpanel ausfallen, es kann auch quasi die Audioeinstellung verstellt sein, es kann Signalstörungen kann es geben. Genau, da muss man mit einem Filter wieder quasi die Signalabstimmung vornehmen. Da gibt es ganz viele so kleine Minigames, die man halt dann als Steward oder als Pilot sogar im Zweifelsfalle, bevor Panik ausbricht an Bord hinten, muss man umjustieren, um dann halt den Fluggast wieder voll und ganz das Unterhaltungsangebot bieten zu können. So ist es. Man muss sogar mit Ersatzteile mitführen, denn einzelne Racks daraus können durchbrennen. Die muss man dann manuell austauschen. Ist eben, wie gesagt, eins der Minigames. Ein weiteres Minigame, wo ich mich freue, das mal in den Hangar stellen zu können, um einfach mal dran rumzuspielen, ist der sogenannte Mixmaster. Das ist unser Getränke-Generierungszusammenstellungsreplikator, wenn man so möchte. Ne? Ist ein bisschen so, wie man es von McDoof kennt. Ja, so eine Mischbatterie. Und dann ist es so, dass man halt am Sitz über das ICES, über das Kommunikationssystem, kann der Fluggast tatsächlich den Cocktail bestellen, den er haben will. Oder eine den Drink. Rote Zora. Genau, und dann ist es so, dass als nächstes bekommt dann hinten der Steward die Meldung, okay, auf Sitz 325 möchte jemand den und den Cocktail haben. Dann wird eine Formel ausgespuckt, so soll der aussehen, das Mischverhältnis, und dann muss der das manuell machen, um das beste Mischverhältnis hinzubekommen und dann auch möglichst schnell halt liefern an den Platz, damit der Fluggast nicht sauer wird. Ja, selbstverständlich. Auch dieses Ding kann natürlich kaputt gehen. Auch hier können Inkredenzien unterschiedlicher Art alle werden, das heißt, dass bestimmte Teile eben nicht mehr diesen Drink zusammenstellen können, und diese Inkredenzien können auch von ganz weit entfernten Planeten geholt werden, um eben besondere Luxusbedürfnisse zu erfüllen, sodass man sagt, ich serviere hier einen Drink, den kriegt ihr von keiner anderen Airline sozusagen oder Starline, wie man sowas nennen möchte. Qualität und Geschwindigkeit des Service spielt dann quasi, haben eine Rückwirkung zur Reputation. Diese Reputation macht die Fluggesellschaft berühmt, damit sind die Ticketpreise sicher und der wirtschaftliche Erfolg kann gar nicht mehr gebremst werden. Kann er doch, und zwar indem Krankheiten an Bord ausbrechen. Das kann nämlich auch passieren. Da haben wir nämlich ein schönes Beispiel dafür, wie man wirklich schnell reagieren muss an Bord. Und wie man sehr schnell die Lizenz verlieren kann. Ja. Weil tatsächlich ist es so, sobald jemand krank wird, wird es auch passieren, dass andere Fluggäste drumherum unruhig werden. Das heißt, dann muss man rauskriegen, okay, welche Person ist krank, woher kommt diese Unruhe, und dann muss man die Symptome erkennen. Im Flugcomputer oder im Bordcomputer ist es durchaus möglich nachzuschlagen, aber umso schneller man die Symptome zuordnen kann, umso besser ist es für alle Fluggäste und umso weniger Panik bricht aus. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten. Erstmal die Ansteckungsgefahr und auf der anderen Seite die Panik unter den Fluggästen. Und beides muss dann vom Spieler kontrolliert werden und daraus muss quasi so das richtige Verhältnis aus Diagnose, Leute beruhigen und auch Erstbehandlung muss dann gelingen, damit der Fluggast dann halt zumindest die Symptome gebremst werden. Das kann auch tatsächlich so weit gehen, dass eine Epidemie ausbricht an Bord, wenn man alles falsch macht. Oder aber, was noch schlimmer ist vielleicht, man gibt
gibt dem Pluggast die falsche Medizin und der stirbt dann an Bord. Ja, dementsprechend könnt ihr grundsätzlich die Medizin auch aufstocken. Ihr könnt verschiedene Medikamente einlagern. Grundsätzlich wird eine Erste-Hilfe-Box an Bord sein. Aber wenn ihr, sagen wir mal, in Regionen rausfliegt, die besonders bekannt sind für bestimmte Krankheitserreger, dann ist es sinnvoll, die entsprechende... Das wenn du Pockenfieber... Genau, das eben Medikament dafür mitzunehmen und die Leute zu behandeln. Denn wenn eine Epidemie ausbricht, kann es sein, dass ihr nicht nur die Fluggäste verliert, sondern dass ihr wirklich auf Quarantäne steht und dann gesperrt seid für eine ganze Weile. Oder die Lizenz komplett verliert und die gesamte Flugstaffel, die ganze Flotte, wie nennt sich das bei Personenverkehr? Das ist eine Flotte. Die ganze Flotte ist dann grounded und die Lizenz ist weg und dann muss man sich den nächsten korrupten Politiker suchen, um sich wieder reinzukaufen. Richtig. Wenn ihr also dann einmal verkackt habt und das Ganze ging daneben, dann könnt ihr versuchen, mit Upgrades und Anpassungen das Schiff wieder und die ganze Fluggesellschaft wieder auf Kurs zu bringen. Und da gibt es eine ganze Menge, was ihr machen könnt an den Schiffen. Da sind wir richtig so im Management drin. Da kann man sich überlegen, okay, mein Service war noch nie so gut, das wissen die Fluggäste, aber ich kann natürlich das Geld, was ich durch Verluste mache, auch wieder reduzieren, indem ich die Treibstoffeffektivität, die Treibstoffeffizienz der ganzen Flotte erhöhe. Das ist eine Stellschraube. Oder aber ich setze wirklich voll auf Service, sage, okay, die Zutaten werden verbessert, die ich benutze, um die Drinks herzustellen. Bau ein Aquarium ein. Oder ich mache halt auch das Unterhaltungsangebot besser an Bord. Oder ich besorge bessere Trägheitsdämpfer und kann dadurch schneller reisen, ohne dass der Fluggast halt raumkrank wird? Ja, wahrscheinlich. Ja. Reisekrank nennen wir es mal. Außerdem eben wird es bei der Starliner zum Beispiel die Möglichkeit geben, in dieser luxuriösen Klasse so Simpods einzubauen, dass die Leute währenddessen Arena Commander oder Star Marine spielen können. All diese Möglichkeiten wird man haben, das Schiff abzugraden, eben auch im technischen Bereich, wie Wiesen schon erwähnt hat. Und der Mixmaster, wie gesagt, wäre auch so ein Ding, wo man eben sich neue Rohstoffe für besorgen kann. Sehr, sehr cool. Ich glaube, für das ICES gibt es auch ein paar Upgrades. Gerade da muss man dann auch gucken, dass man Ersatzracks da hat, dass man eben diese Filmauswahl ordentlich hat und so weiter und so fort. Also ihr werdet jede Menge Möglichkeiten haben, das zu verbessern. Absolut. Und dann kommt die große Landung, wenn man es geschafft hat, ohne Panik und Nervenzusammenbrüche, ohne Burnout der Crew oder Epidemien. Oder Epidemien anzukommen. Wenn man das geschafft hat, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man die richtige Landezone ansteuert. Das hassen die Fluggäste absolut, am falschen Flughafen rauszukommen oder gar am falschen Planeten. Das wäre richtig peinlich, so da ist die Lizenz ganz schnell weg, denn die Fluggäste bewerten tatsächlich die Reise, nachdem sie angekommen sind. Mhm. Und da ist Sicherheit sozusagen beim Flug das härteste Kriterium. Dann kommt natürlich sozusagen Flugziel und Flugzeit, die man eingehalten hat. Dann als nächstes Service, dann halt die ganzen Kleinigkeiten im Service. Und zuletzt auch, ob der Preis gestimmt hat. Das Ganze wird dann sozusagen abgestimmt und dann steigt man auf oder fällt als Fluggesellschaft und kann sich dann schon wieder anmelden im nächsten Flight Schedule Computer. Genau, und wenn bei Star Citizen Yelp sozusagen eure Bewertung stimmt, dann könnt ihr euch gleich für den nächsten Flug anmelden und der soll dann auch möglichst effektiv gestaltet werden. Das heißt, die Umschlagzeiten können sehr gering werden. Also in wenigen Minuten kann es so sein, dass ihr sagt, okay, wir sind alle da, die anderen Leute sind raus, ich gucke im Flugplan die und die und trage mich sofort wieder ein für den Rückflug zum Beispiel, den ich gemacht habe, bestelle gleichzeitig über diesen Flight Control Manager die ganzen Rohstoffe, die ich wieder brauche, von Getränken und eben medizinischer Ausrüstung, all das, auch Ersatzteile, bestelle ich sofort, wird automatisch geliefert und bei großen Flughäfen zumindest oder Raumhäfen soll es so sein, dass die Umschlagzeiten innerhalb von Minuten gehen. Ne? Natürlich. Dass es halt ruckzuck geht. Der Druck am Markt ist groß. Ihr wollt Kohle machen und das schnell und die Aktionäre wollen ihr Geld zurück. Mhm. Also zack, geht's los. Ab ins Verse. Genau, so ist es. Und dann kommen wir zur dritten Kategorie und da ist dann die Frage, ja, kann ich das denn alleine machen oder brauche ich eine Crew? Also tatsächlich ist es so, man kann natürlich so eine Art Minimalangebot alleine noch durchführen, wenn man so 20, 30 Fluggäste versorgt. Aber man muss sich das mal vorstellen, als Pilot dann aufstehen, den ganzen restlichen Service irgendwie noch deichseln, das wird sehr, sehr schnell so sein, dass ihr angewiesen seid auf andere Spieler oder NPCs. Ja. So, man sagt so die Faustformel pro 20 bis 30 Plätze ein Crewplatz mehr. NPCs sollen das auf jeden Fall alles machen können, so. Die wird es auch zur Führung geben. Aber sie haben auch gesagt, so durchaus mit einem Kumpel das zusammen zu machen und dann NPCs zum Aufstocken zu benutzen, ist bestimmt ein ganz gutes Erfolgsrezept dabei. Und es gibt dann noch tatsächlich Unterschiede bei den NPCs. Sehr verschiedene Klassen. Also auch wie bei den Ticketpreisen ist es so, ein Steward,
eine Stewardess, ein Flugbegleiter, der wirklich gut ist, der kostet halt sein Geld und der möchte auch dafür bezahlt werden. Die kann man relativ schnell hire and fire mäßig engagieren. Das heißt, man kann sie sich aus einer Jobbörse raussuchen. Die bewerben sich auch bei einer Fluggesellschaft. Gerade bei Fluggesellschaften, die guten Ruf haben, glaube ich, werden auch mehr Bewerbungen eingehen. Ihr werdet dann die Leute aussuchen können und müsst dann eben abwägen zwischen Fähigkeiten auf der einen Seite und wie gut betreut er die Leute und hat er vielleicht medizinische Vorbildung, bla bla bla. Auf der anderen Seite eben den Preis sehen, den ihr dafür ausgeben müsst. Und ihr kriegt die über die Vermittlungsagenturen. Tatsächlich gibt es also Ausschreibungen und da könnt ihr euch dann wirklich aussuchen, wen ihr haben wollt. Und dann müsst ihr noch bedenken, je nachdem, welche Klasse ihr anbietet, solltet ihr noch mehr Personal einpacken oder noch weniger. Und geschultes. Geschultes, mhm. Ja, gerade so die Luxuskunden, da wissen wir ja, die sind sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Und was ich sehr witzig finde, ihr könnt dann tatsächlich quasi über Personalleitung sozusagen die Leute ganz schnell von einem zum nächsten Schiff verschieben oder auch wieder an einem Raumhafen entlassen, wenn ihr merkt, okay, ihr müsst jetzt ein bisschen sparen wieder, dann bleibt dieser NPC auch da, schlägt da seine Wurzeln und versucht von da aus wieder seine Karriere zu starten. Genau, bis er irgendwo anders weiter angeheuert wird. Also das sind auf jeden Fall die Basismechaniken, die wir kennen zum den Personentransportern. Man kann dazu sagen, dass es wirklich ein Daytrading-Geschäft ist, glaube ich. Also das wird ein richtig, richtig stressiger Job, wenn man das gerne machen will, aber dafür wird es, glaube ich, richtig aufregend. Also eigentlich ist es ja so ein Airline-Manager innerhalb von Star Citizen nochmal. Ne? Ja, oder wie so Fußball-Club-Manager. Genau. Da werden ganz viele Stellschrauben stellbar sein. Ja. Da muss man abwägen, Ticketpreis, Effizienz, Treibstoffverbrauch, alles das spielt eine Rolle. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Ja. Was mich jetzt mal interessieren würde, gibt es eine deutsche Orga, die sagt, okay, wir machen eine Fluggesellschaft auf. Ja. Ich habe es noch gar nicht, habe noch nichts davon gehört. Nee, ich auch nicht. Ich habe Respekt davor, ich finde es super, ja. Wenn ich jetzt hier nicht das Crash-Core hätte, vielleicht wäre ich dann selber Pilot in so einem Starline. Wird dann so coole Ansagen machen, einen Tomatensaft bestellen, genau, und dann so ruhig durchs Wurst gondeln. Okay, gut. Also ich muss immer wieder grinsen dabei, weil ich war lange genug in der Gastronomie tätig und weiß, also das brauche ich jetzt bei Star Citizen nicht auch noch, aber ich finde es cool. Leute, meldet euch mal, wenn ihr wirklich da draußen selber sagt, ey, das ist mein Ding, so, wir haben auch eine kleine Orga drumherum oder sowas, sagt mal Bescheid. Wir finden das nämlich ziemlich nice. Und insgesamt könnt ihr uns ja mal drunter schreiben, was ihr von der ganzen Mechanik so haltet. Sie ist tatsächlich eine Mechanik, die relativ bald kommen soll, wobei Fracht und sowas ist noch vorne an, aber auch diese soll bald zu uns kommen und da sind wir mal gespannt, wie sie dann aussieht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sind durch mit dem Showcase jetzt. Abonniert unseren Channel, wenn ihr up to date bleiben wollt, was Star Citizen und seine Mechaniken auch angeht. Liked oder disliked die Episode, schreibt kräftig Kommentare und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil, das würde uns ganz doll freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, verabschieden sich der Weezen und der Sawyer mit einem gemeinsamen 3, 2, 1, see you on the flight deck!